Hier ist der anarchistische Podcast über... Grüß euch. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Überblick. Der zweiten Ausgabe. Grüß dich alles für alle und alle anderen, die schon da sind. Ich bin dafür, dass wir vom Überblick sagen. Also, dass wir so, weißt du, den Mut dazu haben, dass das für sich schon als Begriff stehen kann. Ist nicht mal irgendwie so Überblick der anarchistische Nachrichtenstream oder ja, so absolut. Von über Tage, sondern es ist der Überblick. Absolut. Das reicht. Ja, bei so einem neuen Format, da muss man sich erstmal rantasten, ne? Ja, Überblick finden wir auch cool. Und heute gibt es auch wieder den Überblick. Denn wir sprechen über viele, viele Themen, die gerade wieder die Nachrichten rauf und runter düsen. Wir werden heute über Palästina sprechen, über die AfD natürlich, über die Massenproteste gegen sie, über die Missbräuche in der Kirche und vieles weitere. Und das Nachrichtenformat ist immer um 19 Uhr sonntags, weil einfach, wenn wir 20 Uhr starten, das schon echt schwierig ist für Leute, die arbeiten müssen oder so, ne? Genau. Dann am Montag. Dann wollen wir mal gucken, dass ihr einen guten Überblick in diese Woche jetzt erhaltet. Und würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Und es geht los. Oh, unsere Kamera. Einen Moment. Kurze Umbauphase hier. Ah. Ja, da sind wir wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen näher zusammenrücken. So, wird das gehen. Na, noch weiter, mein Lieber. Du musst ganz nah an mich kuscheln. Ja, ich muss mal gucken, dass mein Mikro auch reicht. So. Kann mich auch so ein bisschen rüberlehnen. So. Genau, und wir starten mit der Situation in Palästina. Denn ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Das war ja schon jetzt seit längerer Zeit Thema in den Nachrichten. Und zwar hat Südafrika Israel vor den Internationalen Gerichtshof gezogen und möchte dort eben eine entsprechende Klage wegen Völkermord erheben. Ja, und das war jetzt halt jetzt vor ein paar Tagen, war die entsprechende, dass das, also ob das überhaupt zugelassen wird, dass darüber geredet wird, weil das dauert. Ja, wird wahrscheinlich jahrelang dauern, bis da irgendwas rauskommt. Ja, ich meine, wenn man sich das ja auch so anguckt, die Male, die auch international gegen Völkermorde vorgegangen wurde, also auch über so einen Justizweg, das lässt sich ja wirklich an einer Hand abzählen. Mhm. Also mir fallen da auf Anhieb Ruanda, glaube ich, ein und sonst, ja, die Jugoslawienkriege. Ja. Sonst wüsste ich jetzt auch gar nicht, dass da irgendwie mal groß was passiert. Es kann natürlich sein, dass da noch ein, zwei Sachen vergessen sind, aber ich fand auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte jetzt wirklich einige Sachen recht spannend. Also einmal, dass das von Südafrika kommt. Das ist ja, glaube ich, auch sowas, was man in diesem ganzen Kontext nicht immer so sehr auf dem Schirm hat, wie groß die Palästina-Solidarität in Südafrika ist. Also einmal natürlich historisch gegeben aus der Verknüpfung von den beiden, als auch diese Verbindung dann über den Apartheidsbegriff und dass es auch einfach viel da in der Forschung sich gegenseitig beeinflusst hat. Ja, ja und natürlich auch das Ergebnis recht interessant. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt da in dem Video noch zukommen werden. Mal gucken. Wir gucken erstmal rein, dass ihr auf den aktuellen Stand gebracht ist, was so gerade der Stand ist, was die Ereignisse sind. 15 permanente Richter entscheiden am Internationalen Gerichtshof in Den Haag über Konflikte zwischen Staaten. In diesem Fall zwischen Israel und Südafrika. In einer 84 Seiten langen Klageschrift wirft Südafrika Israel Völkermord in Gaza vor. Südafrika hatte das höchste UN-Gericht aufgefordert, Israel anzuweisen, den Militäreinsatz sofort zu beenden. So weit ging das Gericht heute aber nicht, forderte Israel jedoch auf, Tod und Zerstörung einzudämmen.
Das Gericht stellt außerdem fest, dass Israel sofort dafür sorgen muss, dass dringend benötigte humanitäre Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen ermöglicht werden muss. Der Beschluss des Gerichts ist zwar völkerrechtlich bindend, zur Durchsetzung zwingen kann es Israel jedoch nicht. Aber der Internationale Gerichtshof wird den Fall weiterverhandeln. Das Gericht stellt fest, dass es den Antrag Israels, das Verfahren einzustellen, ablehnt. Bis es aber zu einem Urteil kommt, bis das Gericht also entscheidet, ob es sich bei dem Vorgehen Israels in Gaza um Völkermord handelt, können Jahre vergehen. Dennoch, die Klage Südafrikas sei plausibel, so die Richter heute in Den Haag. Die palästinensische Autonomiebehörde begrüßte den Entscheid. Er sei eine wichtige Erinnerung daran, dass kein Staat über dem Gesetz stehe, so deren Chefdiplomat al-Maliki. Die israelische Regierung in Jerusalem sieht das anders. Ja, dazu sagt es erstmal klar war. Ja. Aber ich finde es erstmal, ist ja mega spannend, dass die. Es ist ja so eine Art Zwischenentscheidung von dem Gericht, ne? Also, weder haben sie jetzt gesagt, okay, wir lehnen das ab, dass darüber verhandelt wird, wie Israel es gefordert hat, noch ist es so, dass wie Südafrika es gefordert hat, dass direkt eingeschritten wird. Es ist so ein Zwischending und ich finde, das sagt schon recht viel aus, dass es überhaupt jetzt zu diesem Verfahren kommt. Ja, also was ich nämlich noch mitbekommen hatte, war, dass die UN jetzt Israel auch dazu angewiesen hat, selber Beweise zu sammeln, ob sie einen Völkermord vor Ort begehen. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant. Und so wie ich das mitbekommen hatte, hat man eben einmal Israel dazu aufgefordert, Beweise zu sammeln, ob sie einen Völkermord begehen. Und auf der anderen Seite aber auch die Hamas dann angewiesen hat, alle Geiseln freizulassen. Also das fand ich auch recht interessant. Wie du sagst, es scheint schon so, als okay, es wird zumindest da was in die Wege geleitet. Aber gerade wenn man sich ja auch die Geschichte von der UN anschaut, da wurden ja wirklich unfassbar viele Resolutionen zur Israel-Thematik rausgegeben. Also die UN ist ja auch sehr involviert in der Flüchtlingshilfe für Palästina. Da hätte mich das jetzt auch gewundert, wenn gar nichts dazu gekommen wird. Aber ich finde dann schon diesen rechtlichen Rahmen davon ja sehr interessant, weil ja, wenn ein Staat selber dazu anweist, sein Zuwiderhandeln zu dokumentieren, kann man sich natürlich fragen, was dabei rumkommt. Und ich möchte nochmal anmerken, dass ich das auch sehr unterhaltsam mit den Perücken fand. Es gab sogar im Publikum, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber es gab sogar eine Frau, die auch so eine Perücke auf hatte. Die hatte so braune, lange Haare, so bis hier. Und dann hat einfach noch so eine Perücke wie der Dude. Einfach so oben drauf, das sah echt mega komisch aus. Ja, das ist ja so eine Sache, die, ich glaube, aus der englischen Justiztradition kommt, wo das ja auch noch vorgeschrieben ist, dass man die Perücken tragen muss, inklusive bestimmter Gewänder. Ja. Gucken wir noch weiter. Israel bindet sich unerschütterlich an internationales Recht. Aber genauso unerschütterlich halten wir an der Verteidigung unseres Landes und unseres Volkes fest. Empörend. Ich finde es halt bei ihm wirklich wichtig, wenn er von Rechtsstaat noch spricht und von Recht und internationales Recht verteidigen. So, es gibt ja wirklich keinen Staat auf der Welt, der ein Rechtsstaat mal war, der jetzt gerade so hart daran feilt, halt diesen abzuschaffen. Das ist einfach immer so richtig Realsatire, wenn der Typ davon redet. Ja, vor allem, weil, also es sind ja unterschiedliche internationale Rechtskonformen zum Krieg eben gebrochen worden. Also gerade diese absolute Abschottung Gazas, das Nicht-Durchlassen von Hilfskonvois, da ja, ist natürlich genauso lächerlich, dass er sich da hinstellt und das sagt. Und falsch sei die heutige Aussage des Internationalen Gerichtshofs, heißt es in Jerusalem. Man führe Krieg gegen die Hamas, nicht gegen die Palästinenser. Unsere Korrespondentin Sophie von der Tann jetzt live. Ja, ich glaube, mehr jetzt, wir müssen jetzt nicht das Interview noch hören von der Reporterin.
Ja, also ich finde einfach, man kann ja die Palästinenser vor Ort fragen, wie die das empfinden, ob nur gegen die Hamas Krieg geführt wird. Ich glaube, die haben da eine andere Meinung als Netanyahu. Ja, ist ja ein Hund, ne? Ich meine, guck mal, wir haben das ja schon ganz am Anfang gesagt, also wo das losging mit dem ganzen Konflikt. Dank dir, Negativland, für dein Abo. Ist halt wirklich das total, total klar gewesen, dass so viele Zivilisten darunter leiden werden und dass du einfach in der Region keinen gezielten Krieg gegen irgendwie die Hamas allein nicht führen kannst. Das ist einfach unmöglich. So. Es ist immer auch ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Ich meine, in so Auseinandersetzungen wie jetzt halt zum Beispiel in so Kriegen wie Ukraine, Russland, da kann man ja noch sagen, okay, die Leute haben halt eine Möglichkeit zu fliehen, aber wenn du halt keine Möglichkeit hast, aus dem Kriegsgebiet zu fliehen und du das einfach so gnadenlos durchziehst, wie das Israel gerade macht, ja, sorry, aber was soll das denn sonst anderes sein? Ja, also ich finde tatsächlich immer diese Unterscheidung so ein bisschen heuchlerisch. Natürlich gibt es da große Unterschiede, aber das ist ja wirklich etwas, worauf sich, das wird ja immer mit westlichen Demokratien in Verbindung gebracht, aber eigentlich sind es ja fast alle Staaten, die sich natürlich darauf beziehen, gerade wenn sie irgendwie gegen eine Miliz kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen die Miliz, wir kämpfen nicht gegen die allgemeine Bevölkerung, sondern wir kämpfen gegen die Miliz, wir kämpfen gegen einen anderen Staat. Aber es ist ja klar, dass die Bevölkerung immer mit da reingezogen wird und dass auch immer in irgendeiner Art und Weise zivile Ziele mit zu der Kriegsführung dazugehören. Klar. So schon alleine, wenn wir von der Zerstörung von Infrastruktur sprechen. So. Und natürlich auch eine absolute Destabilisierung der Wirtschaft, was in manchen Staaten einfach ganz direkt auch zu Toten führt. Ja, und es kommt halt im Besonderen dazu, dass die Leute nicht raus, also jetzt Verteidigern von Israel wird dann halt gesagt, ja gut, aber dass die Leute halt da nicht raus können, das ist ja nicht die alleinige Schuld von Israel. Okay, stimmt vielleicht, aber trotzdem ist es ja so. Also unabhängig davon, wer jetzt schuld daran ist, und Israel hat natürlich eine große Schuld auch daran, dass die Leute nicht rauskommen, ist es ja einfach ein Faktum. Die Leute können halt daraus nicht flüchten. Und wenn ich halt Krieg in einer Region führe, wo halt die Bevölkerung nicht flüchten kann und ich halt darauf scheiße, plus halt sogar noch entsprechend verhindere, dass halt Hilfslieferungen reinkommen, etc. pp. Ja. Also. Also auf jeden Fall eine interessante Theorie, Mighty Anarchist. Ich finde auch wirklich, muss ich sagen, diese Schulddiskussion darum unfassbar leidig, wenn die von Leuten angefangen wird, weil wenn wir jetzt über, also wenn wir tatsächlich, einmal finde ich diesen Begriff Schuld immer, um so einen Konflikt zu erklären, irgendwie, ja, das hat für mich immer direkt irgendwie so ein bisschen die Idee, dass man danach dann irgendwie ein großes Gerichtsverfahren, so wie es jetzt machen wird, und dann kann man da irgendwie das dann lupenrein feststellen, ohne eben die gesamte Historie mit einzubeziehen. Und da finde ich das dann ganz wichtig. Und wenn wir schon über Schuld sprechen wollen, dann macht es ja auch Sinn, sich wirklich einmal das Gesamte anzugucken. Mhm. Und nämlich genau dann auch reinzuschauen, wie sind eigentlich, also wie ist sowas wie Gaza, wie ist sowas wie das Westjordanland entstanden, was passiert da, wie ist eben die Nutzbarmachung von diesen zwei Gebieten für Israel, beziehungsweise im Fall von Gaza jetzt, warum ist das eigentlich da so isoliert und warum wird sich das relativ selbst überlassen und warum kam es jetzt dann zu dem Angriff als Teil von eben diesem großen Konflikt, und dann kann man eben darüber diskutieren. Aber so wie da ja jetzt von Schuld gesprochen wird, das ist ja wirklich dann wieder einfach nur so ein Ausschnitt von im weitesten Sinne ein paar Monaten, wo man dann drüber reden möchte. Sind die Leute in Gaza jetzt eben selber daran schuld, dass sie da nicht raus können, weil sie nicht Revolution gegen die Hamas gemacht haben. Ja, und was ja auch von den linken Verteidigern oder auch allgemein den demokratischen Verteidigern oder so von Israel dann immer an, denke auch völlig außer Acht gelassen wird, sind halt die konkreten materiellen Verhältnisse, so dass halt eben es kein Konflikt auf Augenhöhe ist, dass es keine Situation auf Augenhöhe ist, sondern dass die Menschen dort halt auch ohne diesen Kriegssituation schon weitestgehend, sehr weitestgehend eingesperrt sind und halt eben Israel in der Region eine imperialistische Macht ist. So. Und
die Menschen in Palästina eben ganz offensichtlich die Unterdrückten selbst sind, selbst wenn sie auch von Unterdrückern regiert werden. Das ändert ja nichts an diesem Zustand und an diesem Verhältnis. So. Das finde ich halt auch immer total absurd. Ja, und mir ist nicht bekannt, ob es da eine Weißhelm-Mission gab, um die IDF zu kontrollieren. Was aber auf jeden Fall ein Fall ist, dass immer wieder nach, also Israel wird ja schon sehr genau von NGOs und auch von der UN beobachtet. Und das gibt es recht viel. Also gerade journalistische Aufarbeitung von dem Handeln von israelischen Soldaten, von dem IDF im Westjordanland, da gibt es wirklich extrem viel. Weil, das muss man ja auch dazu sagen, und das ist ja auch immer was, was von Israel-Freunden gerne angebracht wird, dass es so eine Überbeschäftigung damit gibt, im Gegensatz zu anderen Konflikten mit der ganzen Thematik. Aber das haben wir auch schon gesagt, das ist ja von allen Seiten so. Also es ist ja auch so, dass Israel im Gegensatz zu anderen Staaten weltweit unfassbar viel Solidarität erfährt. Mhm. Das finde ich dann auch immer wichtig dazu zu sagen. Ich meine, für welches andere Land, das gerade aktiv in einem Konflikt steht, jetzt mal vielleicht Ukraine ausgenommen, aber wenn wir uns vor allem jetzt die lange Historie davon angucken, gibt es so eine große Solidaritätslobby wie für Israel, wie das beispielsweise in den USA ist, aber auch in anderen Ländern, in den USA natürlich besonders stark. Das finde ich dann auch immer wichtig dazu zu sagen, weil sonst wird das ja von pro-israelischen Leuten gerne so dargestellt, als gäbe es jetzt diese große internationale Verschwörung auch von den internationalen Organisationen, die ganz, ganz besonders auf Israel gucken, weil er eben, Zitat, dann der Jude unter den Staaten ist. Lass uns mal ein ganz kleines Stück zurück, dann sind wir vielleicht beide mehr im Bild. Ich muss. Ja, dieses kleine Stück. So weit kann ich ungefähr. Ja, das ist schon etwas besser. Okay, aber ich denke mal, wir gehen weiter. Und zwar gibt es um diese Nachricht herum noch ein paar Sachen, die wir rausgesucht haben. Einmal spannend fand ich hier noch, dass in diesem Kontext von dem Israel-Palästina-Konflikt eine. Das UN-Hilfswerk. Opa, eine weitere Nachricht aufgeploppt ist. Und zwar, das fand ich einfach richtig wild. Ich meine, es ist ja auch irgendwie logisch, dass sowas mal passiert, aber ja, dass es hier einen Verdacht gegen UN-Mitarbeiter gibt, dass sie an dem Angriff vom 7. Oktober auf Israel beteiligt waren. Für palästinensische Flüchtlinge steht wegen eines schwerwiegenden Verdachts in der Kritik. Mehrere Mitarbeiter sollen an dem Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel im vergangenen Oktober beteiligt gewesen sein. Entsprechende Informationen wurden dem Hilfswerk von israelischer Seite übermittelt. Das Hilfsprogramm ordnete eine Untersuchung an und hat die Mitarbeiter nach eigenen Angaben entlassen. Lastwagen mit Hilfsgütern am Grenzübergang Rafah im Süden des Gazastreifens. Sie bringen Essen, Medizin oder Zelte. Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge nehmen die Lieferungen entgegen. Manche Lastwagen werden hier ausgeladen, andere dort drüben. Was auch immer sie mit dabei haben, wir kümmern uns darum, alles zu verteilen. Etwa 2 Millionen Menschen in Gaza sind auf die UN-Hilfen angewiesen. Doch es werden Vorwürfe gegen das Hilfswerk laut. Israelischen Informationen nach sollen 12 Mitarbeiter in den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober verwickelt gewesen sein. Das Hilfswerk hat die Mitarbeiter entlassen und Untersuchungen angekündigt. Um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter, der nachweislich an den Geschehnissen vom 7. Oktober oder anderen kriminellen Aktivitäten beteiligt war, sofort entlassen und womöglich auch strafrechtlich verfolgt wird. Die USA und mindestens 5 weitere Nationen haben bereits reagiert und Zahlungen für das UN-Hilfswerk vorübergehend gestoppt. Deutschland ist der zweitgrößte Geldgeber der Organisation. Das Auswärtige Amt zeigte sich in einem Post über die Vorwürfe sehr besorgt. Ja, das einfach noch so als Zusatz. Also ist ja auch eine Sache, die irgendwo Sinn macht, wenn man drüber nachdenkt. Also das UN-Hilfswerk ist auch einfach vor Ort auf Mitarbeiter angewiesen, beziehungsweise auch ein beliebter Arbeitgeber da. Gaza ist im Endeffekt ein Staat, der ja durch und durch von dieser einen Partei, von der Hamas regiert wird. Und
da ist es ja auch einfach total naheliegend, dass sowas mal passiert, dass auch also Leute, die wie UN-Mitarbeiter dann da von vor Ort sind, ja, warum sollten die nicht auch Hamas-Ideologie vertreten und sich eben an dem Massaker an den israelischen Zivilisten beteiligen? Ja, ich fand das einfach nur eine wirklich interessante Nachricht, dass das rauskam, ne? Passiert auch nicht alle Tage. Und in dem Zusammenhang auch interessant. Ach ja, stimmt. Ja. Ja, das ist natürlich auch nochmal interessant, dass Deutschland die Förderung ausgesetzt hat. Das ist ja auch was, was von Anfang an so in der Diskussion ist. Also nicht nur um die Zahlung an eben das UN-Hilfswerk, sondern auch, dass generell alle möglichen humanitären Organisationen vor Ort, dass die Gelder irgendwie dann mit an die Hamas fließen würden. Und an sich macht das ja auch Sinn, wenn man drüber nachdenkt, dass da dann eine große Diskussion drum entbrennt und dass sich dann gerade auch die extrem pro-israelischen Teile der deutschen Regierung dann darum eben streiten, sich darin zu überbieten, zu sagen, hier und da sollte man jetzt die Zahlung kappen, einfach aus dem Grund, weil das natürlich auch dann den Kriegszielen von dem wichtigen Verbündeten Israel so ein bisschen im Weg steht und dass man da dann natürlich auch die gute Staatsräson verrät, indem man das dann weitermacht. Aber ich hatte tatsächlich noch nicht mitbekommen, dass jetzt im großen Stil da irgendwas gekappt wurde. Das ist natürlich dann auch ziemlich krass, wenn Deutschland jetzt da auch die Förderung ausgesetzt hat. Ja, ist natürlich eine willkommene Nachricht, ne, um jetzt den Gurt noch enger zu schnallen. Ja, und El Kommandante, Hamas-Partei, schreibst du in Anführungszeichen, da hast du natürlich recht, dass das auch so ein bisschen beschönigend klingen kann, aber ich verwende in dem Fall einfach Partei, weil sie ja als Partei eben auch, waren ja im Endeffekt immer beides Partei, Paramilitär, beziehungsweise jetzt eigentlich richtiges Militär, wenn man so will. Aber das ist für mich was sich nicht ausschließt. Und sie waren ja registrierte Partei und da geht es jetzt gar nicht um irgendwie eine moralische Bewertung davon. Weil ich glaube, ja, dass ich die Hamas scheiße finde, das kann man sich ungefähr denken. Und da geht es einfach nur ja um eine Einordnung davon. Ja, eine tiefere Analyse von dem Konflikt können wir natürlich jetzt auch hier nicht liefern. Das ist auch immer schwer, das zu erwarten natürlich jetzt, wenn man einfach über so aktuelle Nachrichten spricht, dann wieder das alles komplett aufzurollen. Wir haben auch einen längeren Stream zu dem Thema gemacht, als es losging, falls euch das interessiert. Könnt ihr nochmal bei YouTube oder so vorbeischauen. Und wir gucken nochmal jetzt ja weiter die aktuellen Nachrichten rund um das Thema. Und zwar eine letzte Sache noch dazu, denn ich finde das halt so witzig mit Greta Thunberg. Überraschender Auftritt. Ja, das wollte ich halt noch mit reinnehmen einmal. Tritt in Leipzig. Greta Thunberg demonstriert am Mittwoch auf einer pro-palästinensischen Kundgebung. Bei einer Klimademo der letzten Generation, die kurz zuvor über den Markt gezogen war, sei sie laut Leipziger Volkszeitung nicht dabei gewesen. Ich finde das so gut, wie jetzt immer, also generell ist es schon ein bisschen random, dass sie halt immer so auftaucht für so, also sie ist ja voll die krasse Promi, ne, so voll die krasse Ikone und dann halt immer auf so 40 Leuten Palästina-Demos halt irgendwo so in Deutschland auftaucht und demonstriert, ist halt gefühlt schon so ein bisschen random, aber ich liebe halt, wie die so von der bürgerlichen Presse die ganze Zeit so verfolgt werden, dann, da hat sie wieder gegen die Juden gehetzt, so mäßig, so. Der Bild hat sich echt seit dieser einen Fridays for Future Geschichte auf sie eingeschossen. Ja. Was ich ganz interessant fand, ich hatte dir ja den Kurzclip zugesendet und ich hatte so ein bisschen die Kommentare vor unten drunter gecheckt und ich fand es ganz witzig, weil super viele Leute dann eben reingeschrieben haben, okay, das ist das erste Mal, dass ich Respekt für Greta Thunberg hatte oder irgendwie so Leute dann mit, was weiß ich, Reichskriegsflagge als Profilbild irgendwie so, ja, Daumen hoch, das finde ich jetzt mal gut, das gefällt mir. Ja, Mighty, du fragst noch, ob, bevor wir zum nächsten Thema kommen, ob dieser ganze Konflikt die Rolle der Antideutschen in Deutschland eben beeinflussen wird. Ja, absolut. Also
Also es beeinflusst halt die gesamte deutsche Linke, dieser Konflikt, ne? So, der ist ja immer sehr, sehr, sehr einflussreich in Deutschland. Und die Antideutsche hängt halt zu relevanten Teilen an diesem Konflikt. Und dementsprechend, was da passiert, wird sie sich auch inhaltlich verändern, beziehungsweise es gibt dann halt immer auch Leute, die sich auch radikalisieren, wieder in diese antideutsche Richtung im Zuge dieser Auseinandersetzung. Und dann gibt es auch vielleicht mal einzelne Leute, die sich auch abgestoßen fühlen davon. Aber meistens ist es eigentlich so eine Form von, dass die Leute dann so wieder radikalisiert werden und wieder so einen kleinen Anschub oder Motivationsschub bekommen, weil die antideutsche Linke war ja wirklich sehr bedeutungslos geworden in letzter Zeit eigentlich. Absolut. Gut. Gucken wir noch den Rest hier eben. In einer 48-sekündigen Ansprache an die Demo-Teilnehmer hetzt Thunberg erneut gegen Israel, spricht von Völkermord, an der Seite Palästinas zu stehen, bedeute menschlich zu sein, so Thunberg. Schon in der Vergangenheit. Schlimm. Schonungslose Hetze. Schonungslose Hetze. 48 Sekunden hat sie gesprochen. Anarcho-Hetzer hetzen in ihrem Überblickstream gegen Israel. Sprechen von, man muss den Kontext sehen. Man muss menschlich bleiben. Ich finde das doch immer so geil, wie mittlerweile diese Nachrichten so eingeordnet werden. So, ja, sie hat halt eine wütende Hetzrede geschrieben. Sie hat von, dass man menschlich bleiben muss, beschrieben. Also, unglaublich. Hatte die internationale Fridays for Future-Organisation um Greta Thunberg gegen Israel gehetzt und den Hamas-Terror verharmlost. Weißt du, was ich mal super fände? Vielleicht sollte man mal anfangen, diese 3D-Regel, die so antideutsche und pro-Israel-Leute für nicht legitime Israel-Kritik entwickelt haben, auch mal auf deren Blick auf Palästina anwenden. Mit dem Dämonisieren, Delegitimieren und Doppelstandards ist das ja, glaube ich. Ich glaube, da wird man auch zu einem interessanten Ergebnis kommen. Aber gut, wir haben uns jetzt schon lange da aufgehalten bei dem Thema. Und dann würde ich sagen, lass uns zu unserem zweiten internationalen Thema kommen. Und diesmal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Eine sehr schöne Entwicklung. Und zwar gibt es Massenstreiks in Argentinien gegen unseren selbsternannten anarchokapitalistischen Präsidenten, der jetzt seine ultra-autoritäre rechte Politik da durchdrücken will. Hören wir mal rein. Die Gewerkschaften in Argentinien machen gegen die radikale Sparpolitik und Privatisierungspläne des neuen Präsidenten Javier Milei mobil. Ein vom Gewerkschaftsdachverband koordinierter Streik war am Mittwoch auf 12 Stunden angesetzt. Betroffen waren neben dem Verkehrssektor auch Banken und Krankenhäuser. Zudem war zu einer Großdemonstration in Buenos Aires aufgerufen worden. Der Rechtspopulist und libertäre Ökonom Milei plant einen Radikalumbau des Landes, das unter einer Hyperinflation von weit über 200% und hoher Staatsverschuldung leidet. Ein Reformvorstoß, der wegen seines gewaltigen Umfangs als Omnibus-Gesetz bezeichnet wird, nahm am Mittwoch eine erste Hürde im parlamentarischen Verfahren. Wir fordern die Rücknahme des Notdekrets, das Präsident Milei die öffentliche Macht übertragen soll. Wir wollen, dass das Omnibus-Gesetz fällt. Es nimmt uns nicht nur unsere sozialen Rechte, sondern macht auch das Recht auf Protest zu einem Verbrechen. Wir sind Arbeiter im Baugewerbe. Der öffentliche Sektor hat angekündigt, dass es keine öffentlichen Bauvorhaben mehr geben wird. Seit Dezember wurden die öffentlichen Arbeiten eingestellt und 50% der Mitglieder unserer Baugewerkschaft wurden arbeitslos. Die Regierung zeigte sich unbeeindruckt und betonte, die Sparmaßnahmen seien notwendig. Argentinien habe jahrelang über seine Verhältnisse gelebt, weshalb es bei seinen Gläubigern nun tief in der Kreide stehe. Ich finde es auf jeden Fall witzig in dem Video, diese beiden Atzen da links, die wirklich wie so Klone voneinander aussehen. Mit dieser Brille und so. Sieht ein bisschen wie Joe Rogan aus. Ja, aber auf jeden Fall einfach erstmal schöne Ereignisse, ne? Also, und also das ist halt, und war ja auch klar, ich meine, wenn so ein Hampel. Zu erwarten.
Ja, wenn so ein Hampel da in die Macht kommt so, dann, und da halt irgendwie so einen, seinen komischen Sozialumbau macht, dann ist ja auch klar, dass in so einem Land wie Argentinien erstmal... Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es irgendeine Wahl in Argentinien gab, ohne dass es danach zu Massenprotesten der Gewerkschaften gab. Also dieses Land ist ja schon länger nicht in einer guten Verfassung. Beziehungsweise diese schlechte Verfassung ist sicherlich mit einer der Gründe, warum ja, man sich dann auf Milei auch eingelassen hat. Gerade ja auch von Leuten, die nicht viel Geld haben. Das ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie, wie es immer ist, nur von den Leuten gewählt wurde, die von seiner Politik profitieren werden. Ich finde es auch wirklich sehr spannend, weil ich glaube, man sollte echt nicht unterschätzen, was da jetzt einmal für neues libertäres Selbstbewusstsein entsteht. Ja. Auch was für eine Stärkung der, was für eine Stärkung der neoliberalen Agenda weltweit. Das war ja auch wirklich so ein großer Auftritt, das haben wir jetzt nicht mit dabei, von Milei beim World Economic Forum. Das, ich weiß nicht, ob du das so mitbekommen hast. Nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ganz interessant, weil er eben im Vorhinein schon gesagt hat, dass er es ganz schlimm fände, weil da würden ja nur Kommunisten sitzen. Der Fakt, dass er so eine Wutrede da gehalten hat. Also da finde ich das ganz interessant und sich dann eben, also ich glaube, dass es wirklich, wirklich schicksalshaft ist, was da jetzt passieren wird mit diesem Land, ob das zu einem großen, in Anführungszeichen, Erfolg wird, weil ich meine, dass es jetzt riesige soziale Verwerfungen geben wird, das ist ja klar, keine Frage, dass unfassbar viele Leute dadurch in eine noch größere Armut gestoßen werden. Aber nach deren Kennziffern, wonach die Erfolg bewerten und vor allem auch, wie die Leute vor Ort das dann wahrnehmen werden, ob es da dann eine Wiederwahl beispielsweise gibt oder eine Stärkung von seinem politischen Programm, das wird so schicksalshaft auch für libertäre, neoliberale Ansätze weltweit sein. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass sich jetzt die sozialen Bewegungen da gemeinsam drauf einschwören und dass es wirklich einen sehr, sehr großen Kampf dagegen gibt, weil dann könnte es tatsächlich auch von einer Linken oder einer radikalen Linken mal wieder ein riesiger Sieg sein, wenn eben dieser Präsident dort zu Fall gebracht wird durch Druck von unten. Ich meine, bei der ganz großen Wirtschaftskrise 2009 war das auch, glaube ich, in Argentinien, wo es diese sehr breiten Fabrikbesetzungen gab, wo dann auch viele Fabriken in Selbstverwaltung überführt wurden. Das waren echt Zehntausende Menschen, die dort in Selbstverwaltung dann einfach die Arbeit fortgeführt haben. Und daraus ist auch so ein Organisierungskonzept entstanden in Argentinien, wo es eine Organisation gibt, die das so probiert hat, so ein bisschen zu institutionalisieren, also dass das halt auch über diese Krise hinaus dann passiert. Und ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wie der Stand da ist, also wie viele Betriebe noch in Selbstverwaltung sind, aber auf jeden Fall hat die Arbeiterklasse in Argentinien eine sehr, sehr tiefgreifende Kampferfahrung und viele Werkzeuge an der Hand, wo sie auch realistisch in der Lage ist, ja, gegen solche Krisensituationen und dann auch noch gegen so eine ja, rechtslibertäre, libertaristische Regierung anzukämpfen. Und da kann man nur das Beste wünschen. Hast du das mitbekommen, dass ein Konkurrent von ihm umgelegt wurde? Ich nehme mich nicht. Von Milei? Ja. Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob ich das, also das Einzige, was gerade in meinem Kopf irgendwie so oder wo ich gerade Parallelen ziehe, ist dazu, dass es ja ein Mord, meine ich, in Peru oder in Ecuador an einem Präsidentschaftskandidaten gab. Das ist das Einzige, was ich gerade im Kopf habe. Aber dass ein Konkurrent von ihm umgebracht wurde, nee, das habe ich nicht mitbekommen. Das ist auf jeden Fall recht interessant, wenn das so ist. Da werden wir dann auch noch mal im Anschluss nachschauen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den lokalen Ereignissen und Berichten und Nachrichten. Wir haben heute ein bisschen mehr lokale Nachrichten, als wir sonst eigentlich planen, weil einfach hier sehr, sehr viel passiert ist, sehr, sehr viel Spannendes in Deutschland. Und natürlich, das werdet ihr selber mitbekommen haben, die Wahrscheinlichkeit ist ja auch recht hoch, dass ihr selber auf Demonstrationen gegen die AfD jetzt an diesem oder am vergangenen Wochen wart. Gucken wir mal in den Bericht rein.
Bundesweit formiert sich auch an diesem Wochenende Widerstand gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Dazu sind in vielen deutschen Städten mehr als 200 Demonstrationen geplant. Schon am vergangenen Wochenende sind rund 900 und 1000 Menschen auf die Straße gegangen. Diesmal sind Proteste unter anderem in Nürnberg, Halle und Chemnitz angekündigt. Der größte Demonstrationszug wird heute in Düsseldorf erwartet, mit rund 30.000 Teilnehmenden gegen die AfD. Ich glaube, es waren dann deutlich mehr geworden. In Düsseldorf, waren es dann deutlich mehr als 30.000, glaube ich, sogar geworden. Ich hatte irgendwas von 100.000 oder so gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Könnt ihr mal reinschreiben, aber das war halt so eine völlig abstruse Zahl. Aus Sicht des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder jedoch würde eine Neuwahl und eine damit verbundene Neuausrichtung der Bundesregierung die Umfragewerte der AfD am besten senken. So, was ist das? So richtig random einfach noch so Söder damit reingepackt. Warum? Das ist eine Wahlwerbung. Ja, das ist jetzt wirklich das ganz große Thema. Und ja. Erstmal muss man natürlich sagen, schön, dass es so eine Reaktion gab. Die Mobilisierungskraft ist gewaltig. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Und ich finde es auch wirklich spannend, zu was für einem sozialen Phänomen das geworden ist. Mhm. Also SMOMA. Ja, genau, SMOMA. Schön, das erste Mal im Chatten, freut mich. Schreibt es ja schon rein, dass in Kleinstädten tausende Leute auf die Straße gehen. Und genau das habe ich nämlich auch mitbekommen. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zu Demos so viel Resonanz mitbekommen habe, auf der Arbeit, in der Uni, Familie, bei Freunden, dass wirklich so viele Leute einfach online irgendwas gepostet haben, dass sie auf einer Demo waren, dass sie davon erzählt haben, dass sie gesagt haben, dass auf der Arbeit das irgendwie das große Thema ist, auf welcher Demo man jetzt war, dass man wirklich in alle möglichen, auch Käfer hier bei uns in der Region, reingeschaut hat und überall teilweise Demos in irgendwelchen Städten mit 50.000 Einwohnern, mit 5.000, 6.000 Leuten waren, also wirklich absolut beeindruckend. Und ich glaube, da ist jetzt auch mal wieder was, wo man richtig anschließen kann und wo man nicht nur tatsächlich wieder neuen Schwung in so eine Bewegung gegen die AfD bringen kann und in eine Diskussion dagegen, sondern wo man auch mit ganz vielen anderen soziale Fragen anschließen könnte, wenn die Linke stark genug dafür wäre. Und das ist erstmal auf jeden Fall der richtig schöne Teil daran, weil ich habe auch von so vielen Leuten gehört, die gesagt haben, ich war schon einige Jahre oder ich war noch nie auf einer Demo gewesen oder ich war Jahrzehnte nicht mehr auf einer Demo gewesen. Und das war beispielsweise das, was ich auch so von meinen Eltern gehört hatte, die mir dann gesagt haben, ja, ich war jetzt schon echt etliche Jahre nirgendwo mehr irgendwo gewesen oder so. Und das war jetzt mal wieder ganz interessant. Und das ist wirklich schön zu sehen. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch in manchen Punkten anschließen. Ja, das ist tatsächlich eine reale Generalmobilmachung der Bevölkerung. Also es gehen ja nie alle Leute wegen irgendwas auf die Straße. Nie, ne? Und auf dem Level von der Größe in allen Städten, an allen Großstädten und in sehr, sehr, sehr vielen kleinen Städten gibt es halt wirklich, gab es sehr, sehr wenig Vergleichbares von der Menge an Leuten. Und deswegen kann man hier schon von einer annähernden Generalmobilmachung eigentlich der Bevölkerung sprechen. Und ich finde es sehr, sehr unterhaltsam, wie rechte Kreise darauf reagieren. Also das ist auch eine Sache, die wirklich spannend ist, weil man merkt schon, dass es diese Leute halt triggert und dass es diese Leute, dass die Leute das auch erkennen natürlich. Und man kann dann wirklich sehen, wie diese Medienmacht, die Rechte aufgebaut hat, wie die jetzt halt da probieren, eben entsprechend den Diskurs wieder so zurückzugewinnen, ne? Was sie natürlich gerade in dem Moment nicht können. Das muss man einfach realistischerweise sagen. Gerade hat auch dieses, was die Rechte aufgebaut hat, erstmal kann da nicht gegen ankommen. Aber mit was für Argumentationen? Das ist so abstrus. Also so mit diesem ganzen, ja, das sind halt nur eingekaufte Leute und das ist alles fingiert und nur Schauspieler. Und ich glaube schon, dass das halt allein deswegen erstmal eine Sache ist, die der politischen Rechten auch massiv schadet.
auch wegen der eigenen Reaktion, also weil das halt auch wirklich peinlich und komisch ist. Ich meine, jeder kann das ja sehen. Jeder hat in seiner Stadt diese Riesendemos. Und wenn dann halt der Kanal, den ich halt immer verfolge, sagt, ja, das sind alles nur Schauspieler etc. und alle Leute auf meiner Arbeit da waren und in meinem Kindergartengruppe und was weiß ich, ja, dann, ne, weiß ich ja, dass es, dann kann ich dem ja nicht mehr ausweichen, ja, dass es Unfug ist. Es gab ja auch wirklich so Posts in die Richtung von, hier wird man irgendwie erkennen, dass die Leute copy-pasted wurden und so, dass die ganzen Bilder ja gefälscht seien. Mhm. Das ist natürlich das Recht, da blamiert man sich selber mit. Was aber natürlich ein tatsächlicher Punkt ist, wo jetzt die Rechten wieder eingreifen können und was für uns natürlich auch immer eine Blamage ist, ist dann, wie die Ampelpolitiker das natürlich für sich selber einspannen oder selbst eigentlich CDU und CSU diese Proteste für sich selber einspannen. Und das ist ja auch wieder der ganze problematische Part daran, dass tatsächlich man das Narrativ dann auch von rechts machen kann und da ja auch eine gewisse Wahrheit dran ist, dass es sich auch natürlich um ein so klassisch, wie wir das aus der Geschichte kennen, Aufstand der Anständigen, ja, mit initiiert von Politikern, dass es sich darum hier handelt. Es ist natürlich an sich Quatsch in dem Sinne, dass das irgendwie von oben fingiert ist, weil das ist ja das, was die Rechten da rein interpretieren. Das passt natürlich auch zu ihrem eigenen Bild. Das kann jetzt, wenn es von links ist oder wenn es aus einer liberalen Perspektive ist, dann kann sowas natürlich nicht organisch entstehen. Das ist ja tatsächlich wirklich so dieses absolut intelligenzbefreite Bild, was diese Leute tatsächlich von sozialen Bewegungen von links manchmal haben, dass sie sagen, ja, wenn das von links kommt, dann können die Leute da nicht irgendwie organisch aufgestanden sein. Das muss irgendwie von oben und von den Eliten fingiert sein. Das ist natürlich absoluter Müll. Aber was natürlich stimmt, ist, dass die Politiker sich jetzt da draufsetzen und dass von allen möglichen Seiten versucht wird, diese Proteste jetzt in ihrem Sinne, ja, zu formen und mit ihren Inhalten zu besetzen. Das sehen wir ja daran, dass ganz häufig Bürgermeister von bestimmten Städten, von der SPD, von der CDU, von den Grünen, dann vor Ort auf diesen Demonstrationen sprechen, die anmelden, dass große Ampelpolitiker zu diesen Demos gehen und da reden dürfen oder das dann auch medial für sich einbinden. Und da wäre jetzt eigentlich nämlich genau der Punkt, dass wir da dann als Linke eben auf diese Demos gehen und da eben bestmöglich versuchen, da dann auch Kritik dran zu üben oder wo es geht, sowas dann auch mal durch Organisation oder so in eine andere Richtung zu lenken. Das wäre jetzt das Wichtige, weil sonst kann es am Ende auch wieder sein, dass tatsächlich auch richtig viele Leute von diesem Narrativ sich abholen lassen. Ja. Und ihr diskutiert ja gerade schon so ein bisschen im Chat so diese Frage, weil wer reingeschrieben hat, ja, das ist ja, kam jetzt keine revolutionäre Stimmung auf oder das ist jetzt nicht so das. Also das Ganze ist auf jeden Fall weit, weit, weit weniger natürlich irgendeine Form von revolutionäre Mobilisierung oder auch nur ansatzweise davon und viel, viel mehr einfach eine, ja, auch eine Form von, wo eben die Regierungsparteien so alles mobilisieren, was sie halt können und halt auch ihre Wählerschaft mobilisieren, was sie halt können. Und wir sind halt eine ganz, ganz verschwindende, kleine, radikale Minderheit in diesen Kämpfen. So wie wir es natürlich aktuell immer sind, weil in allen Kämpfen sind wir eine ganz kleine Minderheit. Aber auch in dieser Frage, wo ja jetzt viele Linke dann auch wieder auf die Straße gehen, weil das kann man ja machen. Man geht natürlich lieber mit der CDU und der SPD und den Grünen gegen die AfD auf die Straße, als irgendwie mit den schmuddeligen Bauern, die halt irgendwie total rechtsradikal angeblich sind. Und das ist natürlich viel einfacher. Also das ist ja schon mal auch eine Grundprämisse, die halt einfach schändlich ist. Aber dennoch stimmt es ja auch, dass man hier in diesen Protesten ja es einfacher hat, auch Menschen zu erreichen. Und ich habe schon sehr große Hoffnung, dass hier auch ja viele Jugendliche dann zum Beispiel dann auch mal gucken und dass sie auch ein bissenradikaler was machen wollen, dann auf eine Antifa-Treffen gehen und so, die halt ja überall aufgebaut wurden in den letzten Jahren. Und das ist ja dann eine gute Sache. Und da muss es auch darum gehen, natürlich, dass wir unseren Teil in diesen Kämpfen einnehmen und dementsprechend probieren zu prägen. Man dürfen uns aber auch keine Illusionen darin machen über die Kräfteverhältnisse. Wir werden das halt auch nicht schaffen, dort sehr
relevanten Einfluss zu generieren, weil einfach die Kräfteverhältnisse so gegen uns liegen und man muss sich da auch einfach der Tatsache stellen, dass diese Mobilisierung auch eine Frischzellenkur für die Regierungsparteien nun mal sind. Und vielen Dank für dein Abo, Barbara. Das ist auch ein sehr guter Name, Barbara Salisch. ja, die Illusion darf man sich natürlich nicht machen, aber ich finde das ganz wichtig. Wir hatten ja hier vor Ort natürlich auch Demos zu dem Thema AfD und dann eben aufgeteilt in die eine sehr große bürgerliche Demonstration und in eine kleine linksradikale Demonstration. Und da habe ich dann auch gemerkt, wenn man sich komplett davon trennt, das hat einfach gar nichts gebracht. Ja, also absolut. Das hat natürlich auch noch besondere lokale Gründe, warum das nicht funktioniert, wenn hier die örtliche Antifa so eine Demo anmeldet, dass da irgendwelche Leute außerhalb der üblichen Kreise hinkommen. Aber ich finde das ganz wichtig, dass das jetzt eine Demo ist, wo wir reingehen, weil da muss man wirklich mit unfassbar wenig Anfeindungen rechnen, mit einer offenen Feindschaft oder mit, dass man die Leute überhaupt nicht erreicht, weil das sind ja jetzt eigentlich so Kernpositionen, die man auch mit der radikalen Linken mitverbindet und wo sehr, sehr einfach man eigentlich auch Anschluss finden kann und dann auch gleichzeitig eben eine radikale Kritik üben, weil das ist im Endeffekt dann, wie gesagt, einfach unsere Aufgabe, dass wir da dann hingehen und dass wir dann auch eine radikale Kritik an dieser Ampelvereinnahmung üben, weil das ist im Endeffekt das, was wir auch gerade leisten müssen in dieser ganzen Frage von der AfD, alle Sachen, die sich gerade darum drehen, sei es jetzt hier die großen, generell schon die ganze Zeit die Sache mit den AfD-Wahlerfolgen, wo alle mal ratlos stehen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie es dazu kommen konnte, können wir jetzt irgendwie nicht stoppen, weiß ich auch nicht, vielleicht sollten wir ein paar mehr Leute abschieben oder vielleicht sollten wir ein paar lustige Schilder gegen die AfD malen oder AfD irgendwo hinsprühen. Oder jetzt die Geschichte mit dem AfD-Verbot. Das sind halt alle die Sachen, wo wir dann auch in diese Diskussion einsteigen müssen und ganz klar eben aufzeigen müssen, warum die Ampel eben auch genauso keine Antworten auf diese Fragen hat. Es wird ja immer gesagt, ja, die AfD, die beantwortet diese Fragen nicht. Ja, die Ampel beantwortet diese Fragen auch nicht. Und das ist halt das, was wir dann da aufzeigen können. Und das ist auch die einzige Art und Weise, wie wir diesen Teufelskreis durchbrechen können. Ja, Mati, also mit wir meinte ich sowohl Anarchistinnen als auch Linksradikale. Ich denke, das ist sicherlich in manchen Orten auch eine, das wollte ich auch in den schönen Ereignissen von den letzten zwei Wochen sagen, in manchen Orten eine sehr sichtbare Teilnahme und und Prägung auch von diesen Protesten von linksradikaler und anarchistischer Seite aus gab. Ist ja klar, es ist halt, gibt an manchen Orten sind wir halt besser aufgestellt, in manchen Orten schlechter, in manchen Orten ist man halt irgendwie eh schon in irgendwelchen Bündnissen ganz oben mit drin und kann das auch dann entsprechend irgendwie mitprägen, was weiß ich. In anderen Orten läuft es halt nicht so gut. Und ja, ich denke, eben, das ist halt das Ding, wir haben jetzt hier das erste Mal seit langer Zeit wieder eine links geprägte Massenbewegung auf der Straße, also links nicht im Sinne von linksradikal erstmal, sondern linksbürgerlich. Aber wenn nicht hier die Linke es halt schafft, relevanteren ein bisschen Einfluss zumindest zu gewinnen, ja, wo denn dann noch? So, ne, das ist ja die Sache. Wir rufen ja immer bei solchen Kämpfen halt, egal welcher Natur sie jetzt erstmal sind, auch sie sind ja dezidiert irgendwie rechtsradikal, wie jetzt sowas wie Pegida oder so. Immer wenn viele Menschen auf die Straße gehen, rufen wir ja dazu auf, sich daran zu beteiligen und unsere Position damit einzubringen. Das ist ja unsere Standardposition, das ist ja klar. Aber hier ist es ja wohl am einfachsten im Vergleich zu allem, was wir in den letzten Jahren hatten. Ja, erstmal, Smoma, was denken wir, wie lange diese Bewegung anhalten wird? Also in der Form gebe ich dem Ganzen, glaube ich, so 2,5 Wochen. Und was daraus entsteht, finde ich, steht so ein bisschen in den Sternen. Aber es ist natürlich klar, dass irgendwie auf dem oder einem ähnlichen Niveau das jetzt nicht irgendwie lange anhalten wird. Ich kann mir vorstellen, dass eben zu jetzt nochmal so Schicksalswahlen, wie dann in den ostdeutschen Bundesländern diesen Sommer, dass es da dann nochmal zu Sachen kommen könnte. Aber es ist ja klar, dass es jetzt nicht hier irgendwie eine monatelange Protestwelle gegen die AfD geben wird. Ja, und
Deswegen ist es halt wichtig, jetzt schnell zu handeln und einfach zu probieren, so viele Leute es geht, zu organisieren, die dort auf die Straße gehen, wirklich zu erreichen, direkt anzusprechen. Überlegt euch, was die besten Strategien sind für eure Strukturen, die ihr habt oder die ihr vielleicht auch im Kontext dieser Kämpfe aufbauen wollt, einfach zu mobilisieren, sich dauerhaft zu organisieren, weil das ist immer der einzigste Weg. Also speziell bei so einer Mobilisierung, wo man wirklich davon ausgehen kann, das ist jetzt was, was halt vielleicht für 3-4 Wochenenden halt hält, dann ist es noch wichtiger, schnell zu handeln und die Leute in vernünftige Strukturen zu überführen, so viel es geht, weil man damit dann auch einfach so eine Kraft mitnehmen kann in die eigenen Strukturen, ne? Ja, da kann man vielleicht auch nochmal sagen, weil auch wenn es stimmt, wie wir es gesagt haben, dass das jetzt mal wirklich so eine Bewegung ist, wo natürlich die radikale Linke sagt, ah, das gefällt mir, das ist relativ lupenrein, so, da tummeln sich keine Rechten, muss man ja auch sagen, dass es trotzdem auch einen gewissen Pessimismus gibt, was das angeht. Also ich habe das auch von einzelnen Leuten schon gehört und ich habe auch schon bei Social Media dazu gesehen, dass ganz viele Leute sich jetzt darüber echauffieren, ach ja, jetzt geht hier das liberale Deutschland auf die Straße und im Endeffekt da passt doch kein Blatt mehr zwischen die Ampel und die AfD und es sind jetzt wieder die ganzen treudoven Idioten, die da auf die Straße gehen und natürlich versuchen jetzt wieder hier irgendwie die massennahen Linken da irgendwie was zu machen, aber im Endeffekt lassen sie sich nur einbinden. Und da muss man mal sagen, auch wenn vielleicht jetzt solche Einschätzungen näher an der Realität sind als die Leute, die sich jetzt über die Bauernproteste echauffieren, muss man ja auch hier sagen, dass trotzdem genau das Gleiche gilt. Das Wichtige ist, dahin zu gehen, das Wichtige ist, zu intervenieren, weil auch solche Sachen wie eben sowas einfach nur für die Regierungslinie zu nutzen, ist auch davon abhängig, ob wir daran Kritik üben, ob wir da hingehen, ob wir mit Leuten sprechen, ob wir eine bessere Alternative aufzeigen. Und bei all dieser Polemik dagegen, dass jetzt die Ampelregierung auch in ganz vielen Fragen, sagen wir mal, in eine ähnliche Richtung, wenn man sich das genauer anschaut, geht wie die AfD, sind ja trotzdem noch große Unterschiede in der Politik von der AfD und der Ampel und gerade auch, wenn wir uns jetzt diese ganze Remigrationsfraktion rund um diese Konferenz anschauen. Und da, finde ich, verlieren sich dann auch manche Leute in so einer vulgären Ablehnung von dem Ganzen. Und Barbara, wo du es gerade nochmal schreibst, mit deinen Berichten, generell auch eure Berichte, sehr interessant, was bei euch in Städten so abgeht und wie viele Leute da waren bei euch. Aber mit diesem, ja, dass die Leute dann klar vom schwarzen Block abtrennen, hört da bitte gerne nochmal in unsere Folge 99 zum Thema Demonstration rein. Also das Falscheste, was man jetzt, finde ich, machen kann in diesen Protesten, ist jetzt, weil man sich irgendwie abgrenzen möchte und als radikal darstellen möchte, jetzt einfach mit schwarzen Kutten rumzulaufen und irgendwelche Black Blocks, die halt einfach nur da drin rumlatschen, zu organisieren. Damit kann man sich eigentlich nur noch selbst isolieren in diesen Fragen, bis auf dann so ein, zwei Jugendliche, die das irgendwie krass finden. Kannst du damit niemanden abholen? Und es geht doch um die Inhalte. Und wir müssen doch unsere radikalen Inhalte transportieren und nicht halt irgendeinen Lifestyle, der ja keinen Nutzen im Kontext dieser Proteste jetzt hat, irgendwie auszuleben. Ja, genau, Smoma. Das ist im Endeffekt, oder das sollte im Endeffekt unsere Losung sein. Inhaltlich radikal, nicht äußerlich. Sonst meinte ich habe halt nicht mitbekommen jetzt von irgendwelchen stabilen anarchistischen Reden oder so, ja. Aber ich glaube, das ist auch gerade sehr schwer zu überblicken. Ich denke, es wird in allen großen Orten zumindest anarchistische Einflussnahme auf diese Proteste geben. Der Umfang davon ist sehr schwer abzuschätzen. Aber ich habe es halt von überall mitbekommen, dass halt alle möglichen Strukturen halt hingehen, da auftreten. Und da wird es auch sicherlich unterschiedliche, ich habe zum Beispiel von ersten paar Orten FAU-Redebeiträge vernommen und solche Geschichten. Ja, und das jetzt genau zu überblicken, dafür ist es einfach zu groß. Also es ist halt zu viel. Das jetzt auch im Detail zu besprechen, geht gar nicht mehr. Und das ist ja auch gut so, dass es zu viel ist. Ja, gut. Ich möchte noch einmal kurz anmerken, dass ich das Hochbanner, sehr gut. Ja, ist geil, ne? Zimmerer King rechts. Hallo, grüß dich, Hagor. Schön, dass du das erstmal mitschreibst. Und wir haben noch mehr AfD-News. Wir haben noch mehr AfD-News. Noch kurz dazu. Fand ich sehr interessant, dass Le Pen
Hier droht der AfD mit dem Ende der EU-Fraktion wegen dieser Geheimpläne. Da hatten wir auch schon, also ich auf manichismus.de Discord-Server darüber diskutiert, wo ihr auch gerne eingeladen seid, reinzukommen. Nebenbei ist ein öffentlicher Server. Und da gab es auch so unterschiedliche Einschätzungen. Also auf der einen Seite, denke ich, kann man schon sagen, okay, das ist vielleicht auch strategische Natur, dass man hier sich entsprechend verhält. Auf der anderen Seite, finde ich, zeigt es auch sehr deutlich, dass es eben alles andere als einfach ist. Und das haben wir auch immer wieder gesagt in Bezug auf die AfD, jetzt einfach irgendwelche Deportationspläne in der heutigen Zeit umzusetzen. So, wir sind halt, es ist halt nun mal keine 1-zu-1-Vergleich möglich mit 1933, genauso wenig wie mit der NSDAP. Und das, also das passt schon mal gar nicht. Und wenn du halt heute allein schon über solche Pläne sprichst, dann gibt es halt selbst aus den eigenen Reihen, selbst wenn das teilweise nur strategisch ist, aber die sehen sich ja zumindest gezwungen dazu, sich öffentlich dann von sowas zu distanzieren. Und das zeigt ja auch schon, dass es halt einen enormen Druck dann auch von so einer internationalen Politikerklasse auf solche Entwicklungen gibt. Und dass auch wenn eine AfD an die Macht kommt und selbst wenn sie dann, ne, wenn sie sehr deutlich solche Pläne verfolgen wollen würde, also irgendwie Millionen Menschen abzuschieben, und auch selbst mit deutschem Pass abzuschieben, dann könnten die das auch höchstwahrscheinlich nicht einfach so umsetzen ohne Konsequenzen, so wie das damals im NS gewesen ist. Ja, also erstmal muss ich dir zustimmen, Hagor. Ich finde auch, man muss das so sehen, AfD ist ein Symptom, aber ich würde nicht sagen, dass das Grundproblem einfach nur CDU, SPD, Grüne sind, sondern das ist einfach generell so die politische Ausrichtung dieses Staates, der nämlich auf innerer und äußerer Konkurrenz beruht. Und natürlich CDU, SPD und Grüne sind eigentlich die, die jetzt einfach über die Zeit so scheiße regiert haben, wo dann eben auch eine AfD natürlich an viele Problematiken anknüpfen konnte. Aber mit dieser ganzen Frage von eben Distanzierung bei dem Ganzen, also es ist ja jetzt selbst so, dass die AfD sich von eben den Leuten, die da waren, distanzieren musste. In Teilen. In Teilen natürlich, wenn man sich jetzt die Interviews von einzelnen Leuten angehört hat, die haben dann gesagt, ja, weiß ich jetzt noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Ja. Aber es ist ja schon so, dass die AfD als Partei sich von diesen Plänen distanzieren musste. Und das ist ja auch irgendwo sinnig, weil das, was da eigentlich propagiert wurde, ist verfassungswidrig. Ja. Wir hatten natürlich jetzt auch Diskussionen gehabt um den ganzen Israel-Gaza-Konflikt, dass dann auch mal gesagt wurde, ich weiß gar nicht, wer das war, ich glaube, das war Habeck, ne? Mhm. Habeck, der darüber gesprochen hatte, dass Leuten, die Israel das Existenzrecht absprechen, die Staatsbürgerschaft entzogen werden sollte. Das war für mich, oder dass man da darüber diskutieren musste, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber es ist ja schon klar, dass diese Idee von der Ausweisung von sogenannten Passdeutschen, also nicht Deutsch-Deutschen mit irgendwie einer bestimmten Abstammungslinie, dass das nicht verfassungskonform ist. Und das war den Leuten ja auch bewusst, dass man dafür dann eigentlich auch die Verfassung ändern müsste, damit das überhaupt möglich wird, weil das ja schon recht klar geregelt ist, dass die Staatsbürgerschaft eben diese bestimmten Rechte verleiht, dass du da dann nicht einfach aus Deutschland ausgewiesen werden kannst. Außer, glaube ich, bei bestimmten Unterpunkten wie so Sachen, wenn du Mitglied von einer terroristischen Vereinigung bist oder ausländischen Militär. Aber was ich gleichzeitig auch noch spannend fand mit diesem ganzen Verhältnis von AfD und über Deutschland hinaus europäischer Rechter und dieser Zusammenarbeit, dass die ja auch tatsächlich eine recht starke Kritik an den anderen rechten Parteien in Europa haben. Also es gibt beispielsweise bei Teilen der AfD, die sprechen dann auch immer von einer Melonisierung der europäischen Rechten, weil man eben Giorgia Meloni für eigentlich so das perfekte Beispiel dafür sieht, wenn eine rechte Partei an die Macht kommt, die dann aber total verweichlichen und das dann eben entgegengestellt zu dem, wie die sich das vorstellen, wenn die an die Macht kommen. Also ich kann das jetzt wirklich natürlich nicht einfach so frei heraus dann klar machen, wie jetzt Melonis Partei oder
Rassemblement National dann irgendwie jetzt in ihrer genauen Politik sich davon unterscheiden. Aber das wäre für mich vielleicht so ein erstes Indiz, dass man tatsächlich auch sagen kann, in der AfD sehen wir dann trotzdem doch noch eine andere inhaltliche Mischung als bei den anderen Parteien jetzt der westeuropäischen Rechten. Wir arbeiten nebenbei, um das ein bisschen zu spoilern, auch gerade an einer eigenen Folge zur AfD. Also wir werden auf jeden Fall nochmal ausführlicher unsere Position und unsere Gedankengänge und generell zu dieser Partei arbeiten und da eine ganze Podcast-Folge zu widmen. Und ja, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Wird aber noch ein bisschen dauern, bis das erscheint, weil auch noch coole andere Folgen vorher kommen. Jo. Ja. Sadi, du hast noch gefragt, kann man überhaupt jemandem die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen, also rechtlich? Also wie gesagt, ich meine, dass es Regelungen gibt, dass wenn man Teil von einer terroristischen Vereinigung ist, wo dann auch beim Islamischen Staat beispielsweise darüber diskutiert wurde, dass man Leuten dann die Staatsbürgerschaft entziehen kann. Und wenn man Teil von einem fremden Militär wird. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das jetzt bei allen möglichen Sachen geregelt ist, weil beispielsweise die französische Fremdenlegion nimmt ja auch viele ausländische oder nimmt viele. Das Konzept ist ja, dass man als ausländischer Staatsbürger da rein kann. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei europäischen Staaten beispielsweise geregelt ist, ob das dann in Ordnung ist, aber ich meine, dass es diese Regelung gibt, dass man dann, dass einem dann die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Gut, gehen wir mal flugs weiter und zwar mit einem verwandten Thema. Und zwar sprechen wir über die Werteunion, weil dort wurde jetzt die Grundsteine dafür gelegt. Was ist das denn für ein Lokal? Das ist die Brettel, die Erfurter Puffbohne. Da hat sich anscheinend die Werteunion jetzt halt beschlossen, eine eigene Partei als Abspaltung aus der CDU zu werden. Ja, ich bin mal gespannt. So, gucken wir mal rein. In diesen Erfurter Räumen sollen sich knapp 280 Mitglieder der Werteunion getroffen haben. Was sind das denn für Leute direkt? Erstmal so zwei Typen, die einfach astrein wie so Zuhälter aussehen. Ja, vor allen Dingen sollen. War das ein Geheimtreffen oder was? War das ein Geheimtreffen? Weiß ich nicht. Wenn wir hier die zwei Finanziers, nämlich zwei albanische Zuhälterpaten haben, vielleicht macht das Sinn, das als Geheimtreffen zu machen. Das ist überhaupt nicht dubios. Das ist halt so voll die ganz normale konservative bürgerliche Partei und so. Haben. Mit einer Mehrheit von 95% wurde die Abspaltung von der CDU und die Neugründung einer Partei beschlossen. Und dann auch irgendwie so mit so Protest auch noch davor, aber nur so eine Person irgendwie, Faschisten die Zähne zeigen, bevor sie es tun. Ne, ich glaube die Absperrung, das ist tatsächlich der Sicherheits... Ach so, du meinst der eine Typ. Ja, das kann natürlich sein und alles andere ist Presse. Aber hatte keinen Zutritt, ja, dann schreibt IT rein. Und die Neugründung einer Partei beschlossen. Das hat die Werteunion auf ihrer Website bekannt gegeben. Damit macht ihr Vorsitzender Hans-Georg Maaßen, gegen den in der CDU ein Parteiausschlussverfahren läuft, auch der Union Konkurrenz. Doch die gibt sich unbeeindruckt. Ja, aber wollen wir mal abwarten, ob die da wirklich eine Parteigründung hinbekommen. Ist eine weitere Partei im deutlich rechten Lager. Ich fürchte die nicht. Wir nehmen die Auseinandersetzung an. Weil ihnen die Politik... Richtig kampfwütige CDU. Gibt es dann nach der Wahl erstmal die dritte Halbzeit, ja, mit dem Wüst. Wir werden auch noch mit der zweiten AfD fertig, Leute. Ja, aber es stimmt schon, dass Mighty das Maaßen auch so ganz leichte, so Altluden-Vibes hat. Mhm. Die Politik von Angela Merkel nicht konservativ genug war, wurde 2017 die Werteunion aus der Taufe gehoben. Allerdings nur als Verein, nicht als offizieller Teil der CDU. Deren Vorsitzender Friedrich Merz hatte bereits vor einer Woche angekündigt, im Falle einer Parteigründung jegliche Zusammenarbeit mit deren Mitgliedern zu beenden.
Noch CDU-Mann Maaßen nimmt derweil Kurs auf die kommenden Landtagswahlen. Die Partei könnte bereits bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen antreten und würde mit allen Parteien zusammenarbeiten, die diese Programmatik unterstützen und die zu einer Politikwende in Deutschland bereit sind, so Maaßen kürzlich auf Anfrage der deutschen Presseagentur. Durch die geplante Parteigründung sei die Mitgliederzahl von 4.000 auf knapp 6.000 angewachsen, heißt es aus den Reihen der Werteunion. Der entscheidende Punkt für die Erfolgsaussichten einer Partei ist die Frage. Was irgendwie dieser, wollen wir ja nicht unbedingt hören. Der Typ, der ist auch jedes Mal da. Das ist von ProSieben Newstime, das ist ein Clip. Jo. Guck mal, das hatte ich hier so. Gleich die Hochglanz-News an. Ich packe da einfach nur random alles rein, was gerade zu dem Thema passt, wa? Wenn wir eine Grundlage haben, darüber zu reden. Also sehr spannend, diese Entwicklung, weil wir haben ja jetzt im Kontext von Sarah Wagenknecht schon darüber gesprochen, auch recht viel darüber gesprochen, weil wir die Folge hatten. Und es kommt gerade einfach zu einer wirklichen Polarisierung des Parteienspektrums. Also sonderlich viel mehr ist es ja auch am Ende des Tages nicht. Aber das ist halt interessant, dass sich das so weiter aufsplittet und mit auch noch gerade nicht so absehbaren Folgen. Also zum Beispiel das Bündnis Sarah Wagenknecht ist ja auf jeden Fall bedeutsamer jetzt erstmal als diese Geschichte mit der Werteunion höchstwahrscheinlich erstmal. Aber auch da gehen die Einschätzungen von Wahl zu Wahl von 5-20% in den Umfragen. Also es ist so vollkommen wirr und es ist gar nicht klar, was halt passieren wird mit diesen beiden neuen Parteien. Und das ist ja erstmal eine spannende Sache, weil wir erwarten uns sicherlich gar nichts davon, aber es gibt ja eine sehr, sehr stark festgefahrene Situation seit vielen, vielen Jahren, eher Jahrzehnten in Deutschland mit dieser Parteienlandschaft. Und das sorgt schon für ordentlich Bewegung auf dem politischen Bankett, wie man so schön sagt. Ja, ich finde es auch auf jeden Fall sehr interessant, weil ich habe auch mir heute noch mal ein Interview von dem Maaßen angeschaut, wo er bei so einem wirtschaftsnahen Portal zu Gast war. Und er hat sehr ausgiebig dabei, also eigentlich so zwei Punkte seiner politischen Laufbahn da angesprochen. Das eine war eben, wo er ja auch damals sehr stark für in die Kritik kam, das war ja diese ganze Chemnitz-Geschichte. Da hat er natürlich lang und breit drüber gesprochen, wie furchtbar er das fand. Und was ich sehr interessant fand, war, da hat er ausgebreitet, wie er selber die Einflussnahme von Antideutschen auf die Politik wahrgenommen hat. Und das hat mir dann auch noch mal klar gemacht, wie ja eigentlich schon auch in so eine verschwörungsideologische Richtung er als Person geht, weil was er im Endeffekt da dargestellt hat, ist, dass es heute diese massiv große und sehr einflussreiche antideutsche Bewegung im Endeffekt von der Linksradikalen bis zu der Politik gäbe, die aktiv an einer Abschaffung des deutschen Volkes und dann auch der deutschen Staatlichkeit arbeiten. Und was ich ganz interessant fand, es wirkte so, als hätte er so einmal kurz vor dem Interview so eine Kurzlesung von einem Wikipedia-Artikel Antideutsche gemacht und das dann halt mit dieser so verschwörungsideologischen Position zur radikalen Linken kombiniert. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was dann aus dieser Werteunion dann im Endeffekt wird, weil man hat ja dann auch noch diese ganzen erzkonservativen CDUler-Kreise, die da reingehen wollen, aber dann auch gleichzeitig einen starken Einfluss noch von Libertären, die nicht mehr ihre keine sonstige Basis haben, weil eigentlich so libertäre Parteien extrem schwach in Deutschland sind. Mit der Partei der Vernunft ist das ja, glaube ich, dann gibt es noch eine andere kleine. Und auch viele ja dann wieder aus der AfD rausgegangen sind, nachdem dort dann der nationalkonservative und völkische Flügel eigentlich den Kurs irgendwann bestimmt hat. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das dann am Ende, was das für eine Mischung dann in dieser Partei dann gibt. Ja, ich denke, diese Polarisierung mit den beiden neuen Parteien kann man vor allen Dingen wieder einordnen in diesen Konflikt, den wir gerade erleben. Also von diesem liberalen Nationalismus, der hegemonial ist,
Und dann eben bisher gab es halt eigentlich diese Konkurrenz zu diesem liberalen Nationalismus primär in der AfD und in der gesamten politischen Rechten. Und hier ist natürlich auch ganz klar die Werteunion einzuordnen, also sehr stark in AfD gehend in der Unterscheidung, warum man sich jetzt nicht der AfD oder der Bündnisherr Wagenknecht anschließt, hat Maaßen im Interview nebenbei gesagt, dass man sich in der Kritik ja einig sei, also dass man das Gleiche kritisieren und ansprechen würde, aber dass die Lösungen, die man hat, eben ganz andere seien und dass halt die Lösungen seien halt eben konservativer Natur bei dieser Werteunion. Aber das ist eben interessant, dass es jetzt hier quasi nicht nur die AfD als Opposition zu diesem liberalen Nationalismus gibt, sondern eine eher linke Kraft mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und eine eher rechte Kraft mit der Werteunion, die zusätzlich zur AfD probieren, so eine Opposition zu diesem liberalen Nationalismus aufzubauen. Alles ist scheiße, alles ist abzulehnen von allem, was ich gesagt habe. Wir brauchen natürlich einen dritten Weg, einen revolutionären, klassenkämpferischen Weg von unten. Aber das zu beobachten, dass es halt diese verfestigte Opposition jetzt gegen diesen liberal-nationalistische ganze Geschichte gibt, die hegemonial ist, das ist schon sehr interessant. Und war auch irgendwie Zeit, dass das so mehr aufbricht, finde ich. Ja, absolut. Also ich glaube, das konnte auch nicht ewig so weitergeführt werden. Mit im Endeffekt sind es ja auch so gesehen Altparteien und AfD einfach nur als die Trennung. Und man versucht dann auf Biegen und Brechen in etlichen Fragen dann eben eine gemeinsame Position zu haben. Aber ja, der Chat beschäftigt sich, glaube ich, eher mit der Frage von Atomenergie. Finde ich ja auch. Ja, da wollen wir jetzt, nicht sagen, was ich drüber denke. Genau, da hat Josh schon ein generelles Sprechverbot zu. Und ich glaube erstmal nicht, dass es hier, Sangin Lak, schön, dass du das erstmal mitschreibst, dass es jetzt zu einer AfD, BSW und CDU-CSU-Regierung kommt. Das wäre schon eine sehr wilde Mischung. Aber man weiß ja nie, was passiert. Da wird mir auch wieder von so einem kleinen Altparteien-Spion der Mund verboten, dass es um die wirklich, wirklich wichtigen Fragen für dieses Land geht. So, wir wollen jetzt nochmal zu einem sehr ernsten Thema nochmal kommen. Und zwar sprechen wir noch einmal in einem Hard Cut zu dem, was wir gerade hatten, über Missbrauch in der evangelischen Kirche. Weil da gab es jetzt eine neue Studie. Schauen wir einmal rein, was da die Fakten sind. Nur die Spitze der Spitze des Eisbergs, so nennen die Forscher die Ergebnisse der Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche und Diakonie. 3 Jahre machten die Wissenschaftler Interviews und lasen rund 6000 Akten, jedoch nur zu dezidierten Disziplinarverfahren, nicht die allgemeinen Personalakten. Aus dem spärlichen Datensatz wurde ersichtlich, zwischen 1946 und 2020 wurden mehr als 2200 Betroffene im Raum der evangelischen Kirche sexuell missbraucht, mehr als 1200 Beschuldigte sind aktenkundig. Weil eine Landeskirche aber mehr Datensätze herausgab, haben die Forscher hochgerechnet, dass es mehr als 3500 Täter und 10.000 Leidtragende gewesen sein dürften, rund 2/3 davon Jungs im Kindesalter. Ja, sind auf jeden Fall krasse Zahlen und ich finde es auch immer krass, in was für einer Regelmäßigkeit zu speziell religiösen Einrichtungen es dann diese Enthüllungen gibt. Und ich weiß das gar nicht, hast du das mitbekommen, ob das jetzt eine Studie, das war nicht von der evangelischen Kirche selbst, oder das war eine externe Studie, gehe ich mir von aus. Doch, das war eine, ja? Ich bin mir recht sicher, dass es eine interne Studie war. Mhm. Aber wie es auch da schon angesprochen wurde mit den Datensätzen, also ich glaube, die geforderten Daten wurden nur von einer von 20 Landeskirchen rausgegeben, meine ich. Mhm. Also hier wird wieder dann so ein bisschen, okay, wir machen eine interne Untersuchung und dann probieren wir ein bisschen die Datensätze halt zu beschönigen und das alles so ein bisschen harmloser darzustellen, als es eigentlich ist, ne? Und das sind ja auch genau diese Fälle,
sind ja auch wirklich, also diese Enthüllung gegen die katholische Kirche, innerhalb der katholischen Kirche, das waren ja auch die, die sie wirklich am meisten Mitglieder gekostet haben. Und Ähnliches wird ja jetzt wahrscheinlich auch wieder mit der evangelischen, oder hoffentlich auch mit der evangelischen Kirche passieren. Ich meine, es gibt viele Gründe, aus den Kirchen auszutreten, aber das ist natürlich ein besonderer Grund nochmal, der hervorzuheben ist, weil es anders ist, also es gibt ja Gründe dafür, warum es gerade in Kirchen eben immer wieder diese krassen Enthüllungen von diesen riesigen Fällen und dieser großen Anzahl von Menschen, von Opfern gibt, weil es eben überall, wo mit Menschen gearbeitet wird, passiert sowas. In allen Sozialeinrichtungen, ja. Überall. Aber in religiösen Einrichtungen gibt es halt eben nochmal besondere Faktoren, die dazukommen. Ich meine, beim Katholizismus besonders, dass die Pfaffen halt dann nicht pimpern dürfen und nicht heiraten dürfen und so weiter. Das kommt dann noch dazu. Aber es gibt halt auch noch andere Faktoren, ne? Ja, tatsächlich muss ich sagen, ich wurde da jetzt auch so ein bisschen eines Besseren belehrt mit der katholischen Kirche. Also ich fand das recht interessant, weil ich hatte auch immer dieses Bild davon, okay, in der katholischen Kirche ist das so ein massives Problem, eben auch wegen dem Zölibat, so, dass dann dadurch dann im Endeffekt die Leute davon abgehalten werden, irgendwelche regulären Beziehungen zu machen und dann werden sie dadurch auch dann begünstigt dazu, Täter zu werden. Aber wenn man sich das jetzt anguckt, es wird halt davon, es wird auch angenommen, dass eben in den evangelischen Kirchen, einfach jetzt nur von den Hochrechnungen, es eigentlich zu ähnlich krassen Zahlen kommen könnte. Mhm. Das wäre dann auch tatsächlich ein Argument, wo man sagen könnte, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob tatsächlich so viel dann dran ist, dass einfach nur Zölibat aufheben und dann hätten wir schon ein gutes Stück Arbeit getan. Und was man hier auch dazu sagen muss, ist, die evangelische Kirche hat sich ja wirklich, wirklich lange auch auf der Position ausgeruht, dass sie eben einfach gesagt haben, das ist ein katholisches Problem. Und es wurde ja auch in der Öffentlichkeit so befeuert. Ich meine, ich möchte das Leuten jetzt nicht übel nehmen, dass sie auch irgendwie das als eine Art von Umgang damit gewählt haben. Und das ist ja wirklich was sich von einfach der Straße bis hin zu den großen Comedy-Talkshows, Kabarett Deutschland und so im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezogen hat. Es wurden ja auch die ganze Zeit diese Katholikenwitze gemacht und im Endeffekt das alles immer nur auf die katholische Kirche geschoben. Und ich denke, das war auch was, wo die evangelische Kirche sich sehr lange drauf ausruhen konnte. Und wie du gesagt hast, das ist halt ein allgemeines Problem bei sozialen Einrichtungen. Wir hatten ja auch jetzt, ich glaube erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das diesen riesigen Skandal bei Pfadfinderorganisationen, wo es ja auch teilweise wirklich massive Missbrauchsfälle gab und am Ende des Tages ist das, glaube ich, auch eine Sache, die ganz stark eben mit den Machtunterschieden vor Ort zu tun hat und gerade dann eben nochmal in solchen Sachen wie Kinder- und Jugendseelsorge, dass da wirklich Leute hingehen mit Problemen und das ist ja auch dieses wirklich, wirklich, wirklich sehr widerliche, nochmal besonders widerwärtige daran, ja. Dass das Leute sind, die sich dann dahin wenden, weil sie beispielsweise keine andere Möglichkeit von Freizeitbeschäftigung haben, weil sie es sich nicht leisten können, weil sie mit Problemen dahin gehen, weil jemand, der jetzt aus einer religiösen Familie kommt, ein evangelischer Priester, ein katholischer Pfarrer, dann auch einfach anerkannte Autoritätspersonen sind. Und das ist, glaube ich, wirklich das ganz große Problem damit. Natürlich kombiniert nochmal damit, weil das ist ja auch, was die Studie festgestellt hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier geht es jetzt tatsächlich um die Opferaufteilung, dass aber auch bei den Tätern das absolute Übermaß Männer waren. Ja. Das hat dann natürlich auch mit patriarchaler Gewalt zu tun. Selbst wenn es, da werden ja auch manche Leute dann sagen, selbst wenn es sich jetzt hier primär gegen männliche Kinder, gegen Jungs richtet. Es ist ja trotzdem immer noch das Problem von eben männlicher sexueller Gewalt. Ich glaube halt schon, dass es halt auch immer noch viel mit dieser Sache zu tun hat, dass eben Pfaffe hat ein ganz anderes Machtverhältnis als jetzt trotzdem oftmals ein Sozialarbeiter oder sonst wie gegenüber den Menschen und speziell jetzt halt Kindern in dem Fall, ja. die dort entsprechend sind, ne? Und
Ich glaube, das sind halt, man müsste sich wirklich mal intensiver dahinsetzen und das ausarbeiten, was denn die Gründe sind, warum das immer so krass ist dort, oder wie generell zu dem ganzen Themenkomplex müsste man nochmal genauer arbeiten von unserer Seite aus, um da wirklich tiefergehend eine Position zu finden. Aber ich hoffe trotzdem, dass, weil das perfide ist ja noch zusätzlich, dass dann dieses krasse Verheimlichen und dieses krasse, dass sie das auch wissen und nicht aufarbeiten. Also das ist ja auch immer das Besondere in anderen sozialen Einrichtungen. Klar wird das auch manchmal verheimlicht oder irgendwie probiert zu retuschieren, aber da gibt es zumindest noch Ausnahmefälle, wo damit anders umgegangen wird. Und in Kirchen ist es eben oftmals so, da wird sich halt erst bewegt, wenn die Öffentlichkeit überhaupt davon erfährt. Und einmal vorher gibt es dann halt diese internen Prozesse und dann werden die Täter halt einfach nur versetzt in irgendeine andere Kirche, wo sie halt weiter ihr widerliches Handwerk machen können, so. Ja. Ja, also vielleicht tatsächlich nochmal, weil ich finde das schon ein sehr spannendes Thema, nochmal einmal ein paar Thesen von mir dazu. Also erstens diese ganze Frage, was da mit Frauen ist. Das, was ich gerade gesagt habe, das heißt natürlich nicht, dass auch nicht Frauen da drin Täter geworden sind. Weil Hagor, einmal ganz kurz eine Warnung an dich. Also wenn du weiter spammst, dann fliegst du raus, ne? So, das war einfach nur getrollt. Ja, ja. Ja, aber trotzdem, da kann man auch noch mal was zu sagen, weil es ja tatsächlich dann auch dabei unter den Teppich gekehrt wird, dass auch natürlich weiblichen Tätern solche Machthierarchien in solchen Organisationen und so ein Vertrauensverhältnis, ohne dass es da eine gute Kontrolle drüber gibt, natürlich auch die Möglichkeit davon gibt, da genauso eben dann in so einem System Täter zu werden. Und was man sicherlich auch bei dem Ganzen nicht unterschätzen darf, ist, dass es auch ganz viel innerhalb von den Hierarchien, das ist ja auch schon aufgedeckt, lange auch Missbrauchsfälle schon gibt, auch eine lange Historie davon. Dass es auch ganz viele Leute gibt, die damals in diesem Heimsystem katholischen, evangelischen Opfern von Missbrauch geworden sind. Und das kann ich jetzt natürlich nicht hier irgendwie aus dem Stegreif dann irgendwas zu sagen. Aber das wäre sicherlich sich auch noch mal interessant dann anzuschauen, wie lang auch teilweise dann eben diese Zirkel und diese Historien von Missbrauch laufen und wie viele Leute teilweise dann auch selber eben in diesen Organisationen dann Opfer geworden sind. Weil das ist ja auch was bei diesen ganzen Sachen häufig auch unter den Teppich gekehrt wurde, was es auch beispielsweise für einen Missbrauch innerhalb von Klosterstrukturen und sowas gab. Ja, und als letztes davon finde ich das einfach immer noch so gruselig, weil auch wenn ich jetzt nie irgendwie aktives Teil von der Kirche war, ich selber auch solche Jugendangebote als Kind damals angenommen habe bei uns, weil es einfach Sachen waren, die es gab. Und wenn man da halt drüber nachdenkt, ob vielleicht irgendwelche Freunde Opfer geworden sind oder ob man selber da in einer Gefahrensituation war, das finde ich einfach immer wieder super widerwärtig. Ja, so oder so halt, ne, tretet aus der Kirche aus, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es entzieht einfach diesen Institutionen, die halt auch diese widerliche Form der patriarchalen Gewalt und der Gewalt an Kindern verharmlosen, verdecken und nur aus dem Arsch kommen, wenn halt irgendwie mal wieder was in den Medien passiert, um ihr scheiß Image zu retten. Tretet einfach aus, Leute. So, das entzieht halt am Ende des Tages halt denen irgendwann auch die Macht, weil sie halt Finanzmittel verlieren und weil sie dann weniger bedeutsam in der Gesellschaft werden und dann, ja. Oder natürlich, wenn ihr da drin aktiv und organisiert seid, dann führt auch den sozialen Kampf da drin. Ja. Weil es gibt natürlich, das kriegen wir auch immer wieder von manchen Leuten, die Anarchisten sind, die linksradikal sind, die aber trotzdem noch Teil von der Kirche sind, weil es für sie kulturell oder auch vom Glauben wichtig sind und die auch einen eigenen theologischen Ansatz da drin haben. Wenn ihr das könnt, dann führt natürlich auch die sozialen Kämpfe da drin. Ja. Gehen wir zu unserem letzten großen Nachrichtenthema für heute. Und zwar sprechen wir noch einmal kurz über den Bahnstreik der GDL. Fahrgäste der Deutschen Bahn, die können aufatmen. Die Lokführergewerkschaft GDL beendet ihren Streik bei der Deutschen Bahn und zwar vorzeitig. Das bedeutet, dass im Personenverkehr anstatt bis Montagabend nur noch bis Montagmorgen 2 Uhr gestreikt wird.
Nach Angaben der Deutschen Bahn wird ab Beginn der Woche wieder der reguläre Fahrplan angeboten. Wir haben endlich in vertraulichen Gesprächen den Wiedereinstieg in Verhandlungen mit der GDL gefunden. Wir sind wieder zurück am Verhandlungstisch und die Atmosphäre dieser vertraulichen Gespräche war konstruktiv. Alle Themen kamen dabei auf den Tisch. Und für unsere Fahrgäste, aber auch für unsere Kundinnen und Kunden im Güterverkehr bedeutet das jetzt vor allem Planungssicherheit. Streik bei der Deutschen Bahn und zwar. Ja, bla bla bla. Das muss man sich jetzt nicht weiter anhören, was hier zu sagen, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt, aber der Streik wird jetzt etwas früher beendet. Das war ja, glaube ich, der angeblich längste Streik bei der Bahn, der da jetzt gelaufen ist. Und wir hatten selber natürlich, also wir sind ja selber so, klar, als häufige Bahnfahrer, vor allen Dingen du, sind wir natürlich auch dann davon betroffen. Gleichzeitig ist ja auch klar, dass wir eine volle Solidarität mit dem Streik haben, mit der GDL haben. Auch wenn es immer noch sehr skurril ist, es ist halt eine der wenigen kämpferischen Gewerkschaften in Deutschland und ist halt auch krass, was die für eine Medien... voll am Gehen. Medienhetze immer leiden müssen gleichzeitig. Und was sie aber auch für radikale Töne, allen voran hier ihr Chef, der, wie heißt er nochmal? Keine Ahnung. da immer für radikale, schon klassenkämpferische Töne anschlagen und der Typ ist halt selber in der CDU. Ja. Echt, der ist in der CDU? Ja, der ist in der CDU. Weselski, danke schön. Klausi Weselski, okay. Ja, okay, das ist interessant. Ich hätte es nicht mitgerechnet. Ja, meinte ich gerade, Sadi, der ist in der CDU. Und deswegen finde ich dieses Paradoxon so witzig bei denen immer, dass auf der einen Seite ist es cool, ne, so was sie, dass sie halt so kämpferisch sind und ihre Forderungen probieren durchzusetzen. Und auch Weselski ist ja jetzt kein... ist ein guter Redner und so. Und der bringt und der sagt doch gute Sachen, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass nur weil der CDU-Mitglied ist, irgendwie Scheiße labert oder so. Ist ja wirklich einer der wenigen, die halt da so richtig als Gewerkschafter auch auf den Tisch poltern. Also wenn man sich die ganzen Verdi und so Schlafnasen anguckt, da kommt ja nichts. Aber ja, es ist, was das angeht, etwas zwiegespalten. Ich habe auch noch keine Begründung von ihm gehört. Vielleicht muss ich da noch mal tiefer rein, was er da selber zu sagt, warum er immer noch in der CDU ist. So. Keine Ahnung, vielleicht halt einfach noch dieser Rest von dem linken Flügel der CDU, christlicher Sozialist. Wer weiß das schon. Genau, alles für alle im linken CDU-Flügel. Aber was ich halt eben auch gut an, letztendlich dann trotzdem an den Kämpfen der GDL finde jetzt, das ist halt auch, ja, es ging ja jetzt nicht nur mehr um Lohn, sondern es ging auch um eine Arbeitszeitverkürzung. Und was halt die GDL auch schafft, ist, dass sie auch immer thematisch nicht nur über die Arbeitskämpfe redet, sondern sie thematisiert auch immer den Zustand der Bahn generell. Also es wird immer mit darüber gesprochen, ja, wo ist denn jetzt halt hier der große Verkehrswandel und das wird halt alles kaputt gespart und die Kunden und die Arbeiter müssen halt darunter leiden. Und dann, klar, kommt halt dann noch der Streik noch mit oben drauf, aber das sind alles sozusagen Folgen von diesem Kaputtsparen und von dieser Zerstörung der Bahn. Und das finde ich halt eben gut, dass es nicht einfach nur, ja, wir wollen halt mehr Lohn und gibt uns doch einfach mehr, das ist doch gerecht und so, sondern dass er auch wirklich politisch allgemein das immer wieder das aufs Tablett holt. Und das ist ja am Ende des Tages das doch, was wir brauchen. Vor allen Dingen einen gewerkschaftlichen Kampf, der eben diese politischen Fragen unserer Zeit um Klimawandel, um Verkehrswende etc. dann auch ja mit dem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen verbindet, ne? Ja, absolut. Muss auch sagen, ich finde das wirklich sehr schade. Das ist ja was glaube ich schon Thema in meiner Schulzeit damals gewesen war mit GDL und Bahnstreiks und Leuten, die sich darüber abgefuckt haben, wie viel Scheiße einfach diese Leute echt an den Kopf geworfen bekommen, ja, die ganze Zeit gesellschaftlich. Also ich habe das Gefühl, das hat sich so ein bisschen beruhigt, ist nicht mehr ganz so krass, aber ich meine, bei mir war es damals in der Jugendzeit mit so Leuten wie Julians Blog, die dann da, ich glaube, ich kann das gar nicht hier irgendwie aussprechen, weil es
sicherlich auch strafrechtlich problematisch wäre, aber im Endeffekt eine letzte Zugfahrt für die GDL-Mitglieder in Anlehnung an den Nationalsozialismus gefordert hat. Mhm. Und das ist halt einfach, wir sind halt einfach wirklich in einer Scheißposition, dass es so einfach ist, weil so viele Leute sowieso schon abgefuckt sind von der Bahn. Und es ist natürlich jedes Mal wieder für die Deutsche Bahn ein gefundenes Fressen, medial das dann aufzugreifen. Ach, wir haben ja sowieso schon Probleme. Und jetzt kommt noch die GDL und bestreikt das. Ja, sorry, diesmal können wir wirklich nichts dafür. Wir würden euch ja gerne pünktlich jetzt für eine Woche im Jahr dann irgendwie an euer Ziel bringen. Aber jetzt ruinieren die das hier noch. Ja. Und das ist halt einfach super schwierig für die, das in die Richtung zu biegen. Von wegen, es ist eigentlich die DB-Seite, die jetzt mal einknicken müsste und uns das gibt. Sondern die Leute haben dann einfach einen unfassbaren Hass auf die GDL, weil ja, sie sehen nur Streik und sie wissen schon wieder direkte, konkrete Auswirkung von ich habe mehr Stress auf der Arbeit, in der Uni, in der Schule, wo auch immer. Ja, ein Hoffnungsschimmer auf jeden Fall. Genossen Mapatsche, schön, dass du das erstmal dabei bist. Ich denke auch, dass man muss das ja auch so sehen, klar, selbst wenn man dann so Sachen wie mit Weselski, dass er der CDU-Mitglied ist und dass man auch andere Sachen sicherlich an der GDL finden kann, die man kritisieren kann. Man muss ja auch trotzdem sehen, die Kollegen und Kolleginnen an der Basis, die halt über Jahre jetzt wirklich eine Kampferfahrung haben, das ist ja auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut, dass es überhaupt noch eine Gewerkschaft gibt, die halt diese jahrelange Kampferfahrung hat. Ich hoffe, dass es halt an unterschiedlichen Stellen auch eine Solidarität der RVU gibt. Ich habe jetzt selber nicht so viel davon mitbekommen, aber es wäre auf jeden Fall angebracht, dass halt eine stärkere, also wir haben halt vor Jahren auch mal bei einem GDL-Streik, weiß ich noch, in Dortmund auch ein Flugblatt zu dem Streik geschrieben, haben das auch an den GDL Streikposten verteilt und auch am Bahnhof, einfach unabhängig von den Streikposten, haben wir für den Streik geworben sozusagen, also haben halt auch agitiert für den Streik, sind mit Bahnkunden halt ins Gespräch gekommen, um halt darüber zu sprechen. Das finde ich halt auch wichtig, es ist ja auch unsere Aufgabe, ein Teil der Öffentlichkeit für den Streik und für die Kolleginnen zu sein, ne? So, und das ist halt auch unsere Aufgabe, selbst wenn man nicht alles 100% mit der GDL teilt, und das jetzt irgendwie keine Basisgewerkschaft und was weiß ich was ist, aber ja, wir müssen auch ein Sprachrohr für die Kolleginnen eben sein. Jo, in dem Sinne würde ich sagen, das waren unsere, also wenn ihr jetzt noch die Möglichkeit habt, das zu unterstützen, ich meine, die sind ja jetzt schon in Endzügen, dann macht das auch, ne? Aber das waren jetzt unsere Nachrichten für heute und wir gehen jetzt nochmal über in die Nachrichten aus der anarchistischen Bewegung. Da wollen wir immer in dieser Kategorie ein paar Erfolge mit euch zusammen feiern, die es so in den letzten 2 Wochen gab und ein paar spannende Texte oder coole Projekte näher beleuchten. Und einmal ist ein längerer Text auf anarchismus.de erschienen, den man empfehlen kann als Diskussionsgrundlage und im Gespräch zu bleiben über das Thema, über die Beteiligung von Anarchistinnen im Ukraine-Krieg von Howie. Ist 10 Seiten lang, also deswegen sei euch das nochmal an der Stelle ans Herz gelegt, weil es etwas umfangreicher auch ist. War ein bisschen kontrovers auch diskutiert bei Instagram und so, aber ist ja bei solchen Themen immer so. Ja, Ukraine und Anarchisten, das ist naheliegend. Dann hat die FO Leipzig einen zwar kleineren Arbeitskonflikt, aber halt einen Arbeitskonflikt in einem soziokulturellen Zentrum in Mittelsachsen gewonnen. Schöne Grüße und Glückwunsch. in dieser Hinsicht. Soziokulturelles Zentrum. Genau, hier gab es eine offene Forderung von 1.700 Euro, die gezahlt wurden. Das sind halt auch so Sachen, das sind so kleinere Konflikte, die FVU eigentlich jede Woche solche Erfolge zu verzeichnen hat. Das ist auch so ein Klassiker irgendwie. Mhm. Also ich verbinde das auch immer so mit FVU-Kämpfen. Ist dann auch häufig irgendwie so, keine Ahnung, soziokulturelles Zentrum, Stadtteil, irgendwas,
Kneipe. Theater, Kneipe, ja. Leicht, ja, vor allem so leicht linke Kneipe. Ja, ja. So, ja, aber leicht das linker sind, Buchladen. Das sind ja auch oft so Schuppen, die halt nach außen so links oder wo halt viele Linke hingehen, ja, oder so, und die halt so richtig heftig beschissene Arbeitsbedingungen, ja, haben, wo sich aber auch keine sonstige Gewerkschaft drum schert, so, ne? Hey, sorry, geht gerade leider voll nicht. Ja, und wir sind haben die eine Förderung hier gestrichen, aber du willst doch auch nicht, dass die AfD hier gewinnt in Mittelsachsen. Ja, oder auch einfach so Sachen wie, ja komm, wir sind doch alle hier befreundet im Betrieb und so, und warum brauchen wir denn hier, guck mal, wir arbeiten noch alles hier, das ist doch eine gute Sache, auch die wichtige Sache hier und so. Ich habe mir das alles aufgeschrieben, so, das kommt auch noch rein. Ja, auf jeden Fall schön, stark. Ja, und dann als letztes könnten wir noch einmal über uns selber berichten, in dem Fall, weil ich zeige euch das mal. Wir haben eine wirklich sehr coole Entwicklung in unseren Streaming-Zahlen, speziell auf Spotify, also wo wir wirklich gerade merken, okay, das geht so ein bisschen auf neues Level bei uns von Aufrufen her und so. Das war jetzt hier aus den letzten, ich glaube, 90 Tage sind das oder so. Und da haben wir jetzt halt tatsächlich an 3 Tagen hintereinander in einem echt kurzen Zeitraum im Januar unsere Tagesrekord für an einem Tag Streams geknackt und sind jetzt fast bei 1000 Streams an einem Tag. Haben wir fast geknackt. Und an der Stelle dann lieben Dank, dass ihr uns unterstützt und hört und verbreitet. Jetzt ist gerade kurz unsere Webcam weg. Ah, ja. Ja, und auch natürlich Grüße an alle, die neu dabei sind. Ja, und das ist einfach voll schön für uns, dass wir sehen, okay, das, was wir machen, das, die ganze Energie, die wir reinstecken, die ganze Arbeit, die wir reinstecken, die erreicht auch immer mehr Menschen. Und ich denke, das ist auch einfach wichtig für uns. Und ich hoffe, dass es auch noch die Entwicklung von mehr coolen anarchistischen Medienprojekten gibt, weil wir brauchen mehr Reichweite für unsere Ideen, wir brauchen starke Medienprojekte und ich bin froh, dass wir es immer mehr schaffen, ein relevanter Teil davon zu sein. Aber ist ja auch schon wieder ein bisschen her, dass sich was Neues gegründet hat, ne? Absolut. Vielleicht sind ja gerade hier ein paar Leute den Startlöchern und brauchen noch ein bisschen Ermutigung. Gut, und ja, bestimmt liegt das auch daran, dass wir so schön singen können und Mighty Anarchist ist bei fast 3000 Kohlen. Das heißt, ich würde auch sagen, wir machen dann schnell jetzt mal Schluss für heute. Ja, dann kannst du uns das nächste Mal singen lassen. Das ist schon mal, worauf du dich freuen kannst. Nächste Links. Habe ich tatsächlich nichts davon gehört, aber würde mich ehrlich gesagt sehr wundern, wenn die aufgehört haben. Ich kann mal nachfragen für euch. Die haben doch auch eigentlich erst mit der, weiß nicht, dass sie jetzt mit der zweiten Staffel auch letzten Jahres angefangen haben, mit dieser Black-Metal-Folge. Ja, genau. Also ich glaube, ich kann es mir nicht schlecht vorstellen, aber ich bringe es in Erfahrung und in dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Ja. Und schönen Abend noch und ihr hört uns dann diesen Sonntag wieder. Nee, Mittwoch schon, Livestream. Ja, aber hören diesmal. Ja. Neue Folge. Neue Folge, genau. Nächste Woche kommt eine neue Folge. Es kommt auch noch ein kleines Video auf YouTube von unserem von unserer Teilnahme in Köln bei der linken Tour und ein normaler Livestream diesen Mittwoch dann wieder. Genau, da holen wir jetzt nach, ne? Ja, wir holen. Genau, da holen wir mit Alfred. Es gab diesen freudschen Versprecher in der Folge selber bei mir. Der ist nicht mehr drin, also nicht, dass er jetzt die Folge, aber es ist wahrscheinlich gut, wenn die Folge nochmal durchforstet. Das sage ich. So, ja. Tschüss jetzt, bevor die 3000 Kohlen genau, da sind. Oh ja, die 3000 Kohlen. Normaler Livestream heißt, wir machen den Stream zu der letzten Folge zum Bündnis Sarah Wagenknecht mit unserem Gast Alfred zusammen. Da könnt ihr dann, er war schon wieder der prüfende Blick, ob ich es richtig gesagt habe. So, in diesem Sinne, Glück auf. Glück auf, macht's gut.